TikTok ist aktuell die heißeste Social-Media-Plattform im Netz. Warum? TikTok ist die einzige Plattform, wo du wirklich über Nacht zum Social-Media-Star werden kannst. Und nicht nur das, du kannst sogar mit TikTok unglaublich viel Geld verdienen. Ein durchschnittlicher Influencer auf TikTok mit ungefähr 5 Millionen Followern verdient pro Post $5,000 bis $8,000. Und nicht nur das, TikTok bringt demnächst sogar ein Update raus, wo die Creator sogar für ihre Aufrufe bezahlt werden sollen. Jetzt denkst du dir wahrscheinlich, es ist komplett unmöglich, TikTok-Star zu werden. Aber an dieser Stelle habe ich gute Nachrichten für dich. Denn ich habe einen Weg gefunden, wie wirklich jeder auf TikTok Millionen von Views bekommen kann. Und das Stichwort dafür lautet TikTok Werbeanzeigen. Bedeutet, ich habe innerhalb von 7 Tagen TikTok-Werbung gekauft und ihr erfahrt in diesem Video, was TikTok-Werbung überhaupt ist, wie viel das Ganze kostet und wie viel es am Ende wirklich bringt. Wie viele Views ich am Ende dieser 7 Tage generieren konnte und wie viel Follower ich aufbauen konnte, hätte ich ehrlich gesagt selbst nicht gedacht. Deswegen schaut unbedingt bis zum Ende. Wenn du nichts mehr von meiner tollen TikTok-Karriere verpassen willst, kannst du mich an dieser Stelle auch gerne mal auf TikTok abonnieren. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Ansonsten, bevor wir jetzt direkt in das Video reinstarten, ich euch direkt einmal an meinem PC zeige, wie man so Werbeanzeigen schaltet und was dabei genau rausgekommen ist, könnt ihr an dieser Stelle jetzt gerne schon mal den Kanal abonnieren, um kein Selbstexperiment mehr zu verpassen. Und wenn ihr allgemein diese Videos hier feiert, würde ich mich auch sehr über einen Daumen nach oben und ein paar Kommentare freuen. Doch zunächst mal, was sind überhaupt TikTok-Werbeanzeigen? Was ist überhaupt TikTok-Werbung? Und hier ist es grundsätzlich so, es gibt mittlerweile auf allen großen Social-Media-Plattformen, wie zum Beispiel auch auf Facebook, Instagram oder auch auf Google, sogenannte Werbeanzeigenmanager. Das heißt, du hast dort die Möglichkeit, Geld zu investieren und im Gegenzug zum Beispiel Klicks zu bekommen, Leads zu bekommen, also neue Kunden zu bekommen oder eben auch Videoaufrufe zu bekommen. Genau dasselbe hat TikTok eben auch vor einigen Monaten eingeführt. Das heißt, du hast jetzt die Möglichkeit, als Unternehmer, als Unternehmen oder eben auch als Personenmarke auf TikTok aktiv deine Werbung zu platzieren und deine Marke bekannter zu machen, deine Produkte zu vertreiben. Und genau das haben wir jetzt in diesem Selbstexperiment ausprobiert. Wie stark sind wirklich diese TikTok-Werbeanzeigen und kann man wirklich durch diese TikTok-Werbung seinen eigenen TikTok-Kanal so groß aufbauen, dass man zum Social-Media-Star wird? Und wie das genau funktioniert, schauen wir uns jetzt einmal an meinem PC an. Jetzt klären wir aber direkt mal die allererste Frage. Und zwar, wie kommt man überhaupt als normaler User in den TikTok-Werbeanzeigenmanager? Und das ist eigentlich relativ simpel. Und zwar müsst ihr nur einmal diese Domain hier eingeben. business.tiktok.com. Dann kommt ihr praktisch in diesen TikTok Business Center und da müsst ihr praktisch nur einmal kurz ein Business-Konto anlegen. Ihr müsst eine Zahlungsmethode hinterlegen, eure Adresse hinterlegen und dann seid ihr auch direkt schon bereit, die ersten Werbeanzeigen zu schalten. Jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, wie schaltet man diese Werbeanzeigen? Und genau das schauen wir uns jetzt hier einmal an. Wir haben nämlich hier die Möglichkeit, in dem Business Center einmal in den sogenannten Ads Manager zu gehen. Dann können wir hier oben, wenn wir eine neue Werbeanzeige erstellen möchten, einfach einmal auf Kampagne klicken, dann können wir einmal auf Erstellen klicken und dann gibt es hier 2 verschiedene Möglichkeiten. Und zwar einmal den vereinfachten Modus zu nehmen oder den benutzerdefinierten Modus zu nehmen. Ich persönlich, weil ich mich mit Online-Marketing auskenne, benutze den benutzerdefinierten Modus, weil man da einfach nochmal mehr Einstellungen und so weiter hat. So, und hier kommen wir jetzt auch direkt zum super interessanten Part. Und zwar, was kann man mit TikTok-Werbeanzeigen wirklich alles so machen? Und wie ihr seht, gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Einmal, um die Reichweite zu steigern. Einmal beispielsweise, um mehr Traffic zu bekommen, das heißt mehr Linkklicks zu bekommen auf eine Website oder sonst etwas, ganz normale App-Installationen zu bekommen, Videoaufrufe zu bekommen, genau das, was für uns interessant ist. Hier ist das ganze Thema Lead-Generierung, eben neue Kunden gewinnen für ein Unternehmen, Community-Interaktion ist auch Thema Reichweite, Videoaufrufe und so weiter und Conversion, wenn wirklich man eine Werbeanzeige schaltet, zum Beispiel in einen Online-Shop. Was für uns aber jetzt im ersten Step mal interessant ist, ist, dass wir natürlich Videoaufrufe hier auswählen und dann dementsprechend eine Kampagne machen, wo wir eben ganz klar versuchen, mehr Videoaufrufe zu bekommen auf unsere Videos und dadurch ja mehr Follower zu bekommen. Man hat hier dann wirklich die Möglichkeit, die verschiedensten Dinge einzustellen. Also man kann hier das Alter einstellen, den Standort einstellen,
einstellen und wir können hier auch sogenannte Interessen einstellen. Das heißt, wir können hier zum Beispiel sowas mit reinnehmen, dass jemand bestimmte Bücher liest oder sich für E-Commerce interessiert oder für Schönheit interessiert und so weiter. Ich habe jetzt mal gar keine Targetierung reingenommen, sondern ich habe es einfach mal komplett offen gelassen. Und wenn man es komplett offen lässt, ist die Zielgruppe ziemlich groß, und zwar zwischen 17 Millionen und 21 Millionen Leute, die man alleine nur in Deutschland erreichen kann. Dann kann man eben noch auswählen, welches tägliches Budget soll ausgegeben werden. Und hier habe ich jetzt immer zwischen 25 Euro bis zu 150 Euro pro Tag für euch ausgegeben. Alleine an der Stelle solltet ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben und einen Kommentar schreiben, denn die Woche war auf jeden Fall teuer. Ich werde euch gleich zeigen, wie teuer sie war und was es wirklich gebracht hat. Und dann haben wir eben im nächsten Step direkt die Möglichkeit, wenn wir hier das Geld einmal ausgewählt haben, eben unser TikTok-Video auszuwählen. Dafür muss man nur einmal hier sein TikTok-Konto anmachen und dann kann man einen TikTok-Post von sich selbst auswählen. Worauf ich hier natürlich geachtet habe, ist, dass ich ein Video nehme, welches einfach provozierend ist. Also ich habe wirklich nur Videos hochgeladen, die entweder extrem flexen, die extrem provozieren und so weiter, weil du damit natürlich am meisten Aufmerksamkeit bekommst. Ich werde mal ein so ein Video jetzt einfach mal kurz hier einblenden. Das Scheiße, mir ist einfach in meinem Lamborghini Huracan Spider für 250.000 Euro einfach mein Bentley-Schlüssel hier reingerutscht und ich komme da nicht dran wegen meiner 40 mm Day-Date mit 3,48 Karat besetzten Diamanten. So, wählt man hier ein Video aus, kann man das Ganze direkt einmal absenden und die Werbeanzeige ist somit online. Jetzt kommen wir aber zum super interessanten Part, und zwar wir wollen uns mal anschauen, wie viel Geld habe ich jetzt wirklich ausgegeben und was hat es gebracht. Und ich habe es ehrlich gesagt selber noch nicht angeschaut. Das bedeutet, ich weiß, ich habe teilweise 150 Euro am Tag ausgegeben, aber wie viel ich jetzt insgesamt ausgegeben habe, weiß ich nicht. Das werden wir uns jetzt hier einmal anschauen. Und zwar kann man hier einfach den Zeitraum auswählen und wir wählen jetzt hier einfach mal die letzten 14 Tage aus. Okay, ein bisschen Geld habe ich auf jeden Fall an der Stelle ausgegeben, und zwar satte 2783 Euro. Ich war jetzt ehrlich gesagt so bei, ich hätte so gedacht, ich habe 800-900 Euro ausgegeben, aber da sieht man mal, wie schnell dort auch Geld verschwindet. Okay, das heißt, ich habe jetzt hier 14 Tage ausgewählt, aber ich habe Werbeanzeigen in 7 Tagen geschalten. Das heißt, ich habe in 7 Tagen 2783 Euro ausgegeben. Und jetzt schauen wir uns mal an, was das Ganze wirklich gebracht hat. Einmal kann man sehen, ich habe dadurch wirklich 2,5 Millionen Impressionen bekommen. Das heißt, insgesamt haben 2,5 Millionen Menschen meine Videos angezeigt bekommen. Und hier sehen wir immer, wie viel Video-Views ich bekommen habe. Ein Video-View ist, wenn praktisch jemand das Video mindestens 6 Sekunden angeschaut hat. Und hier sehen wir einmal fast 600.000, 150.000 und immer mal wieder hier so ein paar knappe 100.000, 50.000. Das bedeutet, laut Werbeanzeigenmanager habe ich jetzt für diese 2.700 Euro schon mal 2,5 Millionen Impressionen bekommen und im Schnitt wahrscheinlich so 1 Million Views. Aber die TikTok-Werbung an sich hat ja nicht nur viele Views gebracht, was ihr jetzt gesehen habt, sondern das Ganze hat ja auch noch zwei Nebeneffekte. Und zwar der eine Nebeneffekt ist, wenn man bezahlte Werbung schaltet, werden die Videos ja trotzdem geteilt. Das heißt, dadurch, dass man Werbung schaltet und die Videos von Leuten geteilt werden, erreichen die Videos natürlich auch dadurch wieder viel mehr Leute, die dich noch nicht kannten. Und der zweite Nebeneffekt ist, dass du natürlich relativ gut und leicht auch eigentlich Follower aufbauen solltest, gerade wenn du 2,5 Millionen Impressionen bekommen hast, was wir eben in unserem Werbeanzeigenmanager gerade gesehen haben. Und genau aus dem Grund gehen wir jetzt einfach mal in meinen TikTok-Kanal, in meine Insights rein und schauen uns das Ganze mal ein bisschen näher an. Und wie ihr seht, bin ich nämlich hier direkt drin und wir schauen jetzt direkt mal in den Insights, wie sich das Ganze die letzten paar Tage entwickelt hat. Und dazu gibt es hier bei dem Ersteller-Tool die Möglichkeit, auf Analyse zu klicken. Und hier sehen wir jetzt direkt mal die letzten 7 Tage. Und ich habe in den letzten 7 Tagen 2,3 Millionen Videoaufrufe bekommen, was in meinen Augen, ihr könnt ja mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, aber in meinen Augen wirklich in 7 Tagen sehr viel ist.
dazu 12.000 Profilaufrufe, fast 40.000 Likes und so weiter. Wenn wir uns da auch direkt mal die letzten 28 Tage anschauen, dann sind wir auch bei 3,5 Millionen Video-Views, dementsprechend wirklich schon einiges. Und jetzt schauen wir an der Stelle mal direkt in die Follower rein. Und wenn wir hier direkt mal reinschauen, fällt uns eine Sache auf, und zwar, wir sehen anhand dieser Kurve hier ganz genau, wo haben wir angefangen, Werbeanzeigen zu schalten, und zwar genau hier bei diesem Punkt. Und dann ging es direkt mega ab. Das heißt, ich habe in den letzten 28 Tagen 1.468 Follower aufgebaut, zusätzlich eben zu den Video-Views. Bedeutet jetzt nochmal unterm Strich, ich habe jetzt 2.700 Euro auf der einen Seite ausgegeben, ich habe dadurch 2,5 Millionen Impressionen generiert und habe dadurch 1.400 neue Follower aufgebaut. An der Stelle schreibt mal in die Kommentare, wie findet ihr das Ergebnis? Ich muss persönlich sagen, man kann durch TikTok-Werbung grundsätzlich natürlich richtig viel Views generieren, aber die Frage ist natürlich, ob das Ganze sinnvoll ist und ob sich das Ganze lohnt. Jetzt ist die große Frage an euch. Sollen wir das Experiment starten, wirklich auf 100.000, danach 500.000 und auf 1 Million Abonnenten zu kommen mit meinem eigenen TikTok-Kanal? Wenn ja, dann schreibt es unten in die Kommentare, dann werden wir hier ein Experiment draus machen. Von null zum TikTok-Star. Wie lange hat es gedauert? Wie viel Geld konnte ich dabei verdienen? Ist, glaube ich, richtig cool. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt das Ganze in die Kommentare. Dafür muss ich zwar einiges an Geld in die Hand nehmen, bin ich aber bereit zu tun. Wenn ihr da Lust drauf habt, abonniert auch den Kanal, um das Video auf keinen Fall mehr zu verpassen. Und wie gesagt, abonniert auch sehr, sehr gerne mal meinen TikTok-Kanal, um meine tolle Karriere nicht mehr zu verpassen. Und in diesem Sinne würde ich mich sehr über ein Feedback freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Und ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, euer Max. Ciao. Doch zunächst einmal, nice.